Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, heute sind wir auch wieder frisch am Start. Wir sind in Folge 5 und es geht weiter. Ich habe ja gestern die beiden Sachen aus dem Mod Hub nicht mehr mit drin gehabt. Die sind heute mit dabei und auch die Sachen, die heute, gestern halt für euch dann im Mod Hub drin waren, die sind auch mit am Start. Das war der Freitag dann dementsprechend dann. Jetzt zur Zeit, wo ich es aufnehme, seht ihr es selber, es ist 13:45 Uhr, sind die Sachen draußen und bis dahin sind auch nur Sachen vorangekündigt. Das heißt, wenn jetzt im Mod Hub noch was reinkommt, ist die Frage, wann Giants das nächste Mal was reinmacht. Vorangekündigt war bis dahin erstmal nichts. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ich werde dann natürlich weiter meine ganzen anderen Mods haben, da kommen ja jetzt auch genug rein. Aber halt Original-Sachen von Giants sind jetzt erstmal durch sozusagen dann. Ja, hier haben wir einen Ballenwickler, der dementsprechend einfach hinter einem Traktor gehängt ist, damit ich ein bisschen mit ihm durch die Gegend fahren kann. Der Traktor war nicht mit dabei, der Ballen-Part, der ist neu mit dabei. Ich zeige ihn euch mal auch kurz im Shop, damit ihr seht, worum es geht. So, wir gehen erstmal auf die Ballentechnik. Wenn ihr das über den Mod Hub von im Spiel hier runtergeladen habt, seht ihr hier hinten, das ist das gute Stück. Ist für Rundballen gedacht. Ne, damit man Silage gären kann, wickelt Folie rum, kann halt auch nur die Rundballen. Deswegen ist der Kuhn nämlich eine Ecke teurer, weil der kann auch die Quaderballen, der kann beides, wie ihr da seht. Ne? Also eher hier nur Rundballen, Schnäppchen, Preis dafür, wer mit Rundballen arbeitet, ist genau richtig dabei. So, da seht ihr das gute Stück, ich weiß gar nicht, ne? Klappt man dann aus, dann seht ihr, das Ganze geht schief, also stellt sich ein bisschen schief, dann nimmt er da die Rundballen auf, wickelt und da hinten lässt er die Rundballen wieder runter. Das ist schon die ganze Aktion, so simpel ist es. So, faltet man wieder zusammen und schon kann man wieder durch die Gegend fahren. So, das war Mod Nummer 1. Dann gehen wir mal gleich flott rüber zu Mod Nummer 2. Die habe ich jetzt auch nicht in Aktion. Das ist die Knebeland Extra Exacta. Ich sollte mal echt üben, wie die Dinger heißen. EL. Das ist ein Streudünger. Ein schöner kleiner Streudünger, okay, klein ist natürlich nicht so schön, weil er nur 700 Liter fasst, ne? Aber er ist klein vom Preis vor allen Dingen. Und das macht natürlich interessant, wenn man guckt, man hat jetzt hier zwar den Kuhn drin, 3200 Liter für 20.000, ist für einen kleinen Hof, oder wenn man das in der höchsten Schwierigkeit spielt mit möglichst wenig Kohle, ne, sieht man jetzt, hat man hier einen dabei, der hat zwar in Anführungsstrichen nur 700 Liter, aber er kostet auch nur 4.000. Ne? Also da kann man natürlich dann hervorragend mit arbeiten. Arbeitsbreite ist hier bei 24, beim kleinen 15 Meter. Also wenn man einen kleinen Hof hat, dementsprechend eindeutig eine Alternative, die 16.000 erstmal nicht zu investieren und dann vielleicht lieber 5.000 auszugeben, um ein platzierbares Kauf, also für Streudünger eine Kaufstation zu bauen, die ich ja in den letzten Malen vorgestellt habe. Schaut euch auf den Seiten da ruhig um bei den freundlichen Mod-Anbietern sozusagen. Es gibt zwischenzeitlich auch neuere Versionen von sowohl für Kalk wie auch für Dünger, Flüssigdünger und den ganzen anderen Spaß. Auch Multiplayer-mäßig. Steht meistens auch dabei, wenn es denn Multiplayer-tauglich ist. Deswegen, vom Aussehen her sehen die alle ungefähr gleich aus. Sind diese hohen weißen Silos. Teilweise sind es beschriftet, teilweise sind einfach nur Symboliken drauf. Schaut auf den verschiedenen Seiten mal nach, wenn ihr was für eure Multiplayer-Geschichten sucht. Auch da gibt es schon ein, zwei Sachen, die auch unter Multiplayer funktionieren. Das nur so als kleiner Zusatz. So, das war dann Mod 2 nach dem Wickler, den Streuer. Und hier stehen schon Mod 3 und 4. Ja, der gute Case 1455, all die, die den Landwirtschaftssimulator 2017 gespielt haben, kennen den guten in der XL-Version schon, weil da war es einer der beiden Standardtraktoren, nehmen wir einen alten New Holland, die man meistens gleich als Standard auf die Karte gesetzt gekriegt hat. Ja, hier haben wir ihn jetzt als Mod nachgereicht, wunderbare Geschichte, kann einsteigen, sieht halt, ist halt nicht, der ultramoderne Traktor ist es nicht, kann und macht aber alles, was man will und ist mit 145 dementsprechend auch von der PS-Zahl relativ gut dabei. Ich steige im Aus, Motorgeräusch derzeit weg ist und ich wollte gar nicht auf die Karte, so ein Quatsch. Ich wollte nämlich zu den Traktoren, um ihn euch mal zu zeigen, weil 145 PS, wie ihr hier seht, zu 102.000. Ne, wenn man das mit den anderen vergleicht, die sind von den PS-Zahlen her etwas niedriger in der Kategorie. Dafür ist aber er auch ein Klassiker, ne? So muss man es halt sehen. Ne, kann man mit ihm in der Kategorie setzen. Bloß der Vorteil von dem Case ist es, er ist zwar noch etwas günstiger, aber der Case
hat bei der gleichen PS-Zahl ungefähr aber eine Spitzengeschwindigkeit von 40. Das heißt, da braucht man auch nicht so lange über eine Karte. So simpel ist es. Gut, damit haben wir schon mal die vier Mods hier abgedeckt. Und das hier sind auch die vier Mods, die im Mod-Hub zu kriegen sind. Also dafür braucht ihr gar keine Seite besuchen von irgendwelchen anderen Mod-Anbietern, sondern das kriegt ihr hier direkt im Spiel über Mod-Hub. Das sind halt die Sachen, die am Donnerstag und am Freitag rausgekommen sind. Diese beiden hier sind überhaupt gar keine Mods. Den guten Max 105, den ihr hier seht, Stara, den kennt ihr dementsprechend aus dem Platinium-Update, wenn ihr es 2017er gespielt habt. Und der Hänger, der ist standardgemäß schon fast überall mit dabei gewesen, sozusagen. Ja, was mache ich mit ihm? Warum habe ich ihn geholt? Ja, eine ganz einfache Geschichte. Ich fahre damit auf die Felsbrunn hier auf unsere eigentliche Hofecke. Ich sag mal, was halt für den Standard-Anfangshof gedacht ist. Da rasen wir jetzt bei Himmel und unseren wahnsinnigen 32. Habe natürlich nicht den schnellsten Traktor genommen, stelle ich gerade fest. Aber wir sind hier auf dem Hof und hier steht auch einiges. Und das können wir uns jetzt mal zusammen angucken. Ja, eine Mod mit platzierbaren Silos zum Zukaufen von Produkten, die man selber vielleicht nicht so oft macht. So möchte ich es mal ausdrücken. Also wir sehen hier Zuckerrüben, wir sehen hier Kartoffeln, wir sehen hier Zuckerrohr. Und es gibt hier Silage zu kaufen. Ja, ob man das benutzt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich zeige es euch jetzt, weil es das gibt. Das heißt nicht, dass ich das für gut heiße, dass man es so macht. Ne? Ich kann jetzt gerne mal an einen Rand fahren, deswegen habe ich den Hänger ja mitgebracht. Ich nehme jetzt einfach mal, ich nehme mal Kartoffeln hier, drück drauf. Ne? Und ihr seht, es gibt sie ja nicht umsonst. Ne? Ich kaufe jetzt die Kartoffeln, ich versuche das mal so ein bisschen abzugrenzen, was weiß ich, versuche mal bei, ich habe jetzt ungefähr 5000 gekauft und würde für die 5800 und ein paar zerdrückte bezahlen. Das sind gerade mal ein bisschen über 160, ne? Wenn man jetzt hier in der Preisliste gucken würde, Kartoffeln als Gegenstück, ne? Man bezahlt weniger für, man könnte sie sogar kaufen und da verkaufen. Ist, ja, ne? Muss man halt gucken, was man daraus macht, sag ich mal so. Wenn man jetzt echt sagt, okay, ich mache es nur ausnahmsweise, weil ich brauche alle Jubeljahre mal ein paar hundert, um meine Schafe am Leben zu erhalten, damit ich da die volle Ausbeute kriege, habe aber keine Lust, mir das Equipment anzuschaffen, vielleicht. Jetzt grundsätzlich die zu benutzen, ich würde eher wahrscheinlich da selber drauf verzichten. Aber das muss halt jeder wissen. Wie die Leute, die es halt einfacher haben wollen, gibt es, das ist alles in einer einzigen Mod drin, auf den üblichen Seiten zu kriegen. So, das gute Stück, was ihr jetzt hier vor mir seht, das ist ein Lager. Ja, das ist ein Silo. Ihr seht das System für die verschiedensten Fruchtgeschichten. Ich fahre jetzt mal auf dieser Seite rum. Hier seht ihr wunderschön glänzend Silo Master, das Abgaberohr, wenn ihr was aus dem Lager rausholen wollt. Und hier seht ihr wunderbar die Abgabe. Ich weiß gar nicht, ob Kartoffeln in das Lager überhaupt reingehen. Schauen wir einfach mal. Wird hier nicht angenommen. Ja, ich habe natürlich genau was genommen. Also da würde sämtliche Getreidegeschichten und sowas reingehen, aber halt die Erdfrüchte nicht. Wie es im Normalfall ja auch in einem Lager sonst wäre. Also, wenn man die Erdfrüchte auch noch unterbringen will, dafür gibt es ja ein Universallager. Ne? So, gut. Damit hätten wir Mod 5, Mod 6 für heute. Dann laufen wir hier nochmal eine Runde rüber, weil hier steht noch eine Kleinigkeit. Hier steht nämlich ein guter Ford, wie ihr seht, F250 Pickup zum, ne, sehr verchromt, muss ich sagen. Ja, sogar die Kupplung drauf für den Fifth-Wheeler, also funktioniert alles dabei. Man kann sich reinsetzen, man kann innen gucken, so. Und man kann damit durch die Gegend fahren. So einfach ist es. Ja, das Ganze gibt es auch in der Shabby-Version, allerdings muss ich dazu gestehen, da bietet man eine Farbauswahl an, die leider nicht funktioniert hat bei mir. Vielleicht gibt es da nochmal ein Update von. Und man hat hier, sieht man meinen Fahrer da drin sitzen. Und beim Chevy sieht es aus, als hätte man einfach mit einem, ne, ich sag mal, schwarz-matt die Scheiben zugesprüht sozusagen. Also wirkt nicht so toll. Deswegen sage ich nur, dass es den gibt, zeige ihn hier aber auch nicht extra. Den kann ich dann nochmal zeigen, wenn da nochmal die optische Nachbesserung gekommen ist, dass man auch Scheiben hat zum Rausgucken und das dann, wenn eine Lackieroption schon angeboten wird, die auch funktioniert. Aber ich finde ihn hier schon mal ziemlich gelungen, muss ich sagen. Sieht gut aus, ist eine schöne Geschichte. Wer sowas mag, ne, ist mal mit dabei. Tja, das war Mod 7 für heute. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch zwei. Auch heute sind 9 Mods wieder am Start.
Eine davon, seht ihr hier, ein wunderbarer, schöner alter Unterstand. Ne, kann man schön die Sachen rückwärts reinfahren hier. Schön komplett Holz, auf der Rückseite ein bisschen Deko. Ich weiß gar nicht, ob der auch original auf der Karte irgendwo zu sehen ist. Hier ist er wenigstens platzierbar. Ihr seht auf der Wiese hier, er passt sich hier dementsprechend an. Ach ja, eine Anmerkung habe ich hier zum Lager noch. Wenn ihr die Felsbrunnen selber schon mal gespielt habt, dann wisst ihr ja, dass hier eigentlich ein Grasstück zwischen ist. Und dieses Lager, habe ich festgestellt, passt da exakt rein. Guckt euch das an. Das sieht aus, als wenn es dafür gebaut worden wäre. Vielleicht ist es sogar dafür gebaut worden. Man kann das straßenmäßig hier anpassen, das passt hervorragend dazu und macht exakt genau die Rasenfläche zu. Also eine super Geschichte, wenn man die Sachen alle getrennt lagern möchte, also nachher ein Lager hat für die Erdfrüchte, ein Lager hat für Stroh und Heu und den anderen Spaß und hier dann tatsächlich nur ein Lager für seine normalen Früchte dementsprechend sucht, dann ist das natürlich optisch erstmal schon mal schön und es passt hier auch genau hin. Also finde ich sehr gelungen, muss ich sagen. Ne, wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Ja, Nummer 8 hier vorne, der schöne alte Unterstand. Holz, wunderprächtig, finde ich. Hier hinten noch ein bisschen Deko-Spaß dazu geschmissen. Ihr seht, hier liegen irgendwo noch alte Leuchtstoffröhren rum. Deswegen hat er auch kein Licht drin. Leiter ist da schon dran. Ja, das ist dieses. Und dann kommen wir zum nächsten Spaß. Und das ist wieder ein Lager. Diesmal sind wir bei einem Lager für, na, jetzt kommt's, richtig, für Stroh, Gras und Heu. Hier hat man den Punkt zum Abschütten und hier hat man die Ausgabe. Auch hier ist ein Silomaster aus das genommen worden. Man sieht hier oben Lampen dran. Ich habe ihn im Dunkeln noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze hier auch beleuchtet ist. Eine wunderschöne Nigelnagel, neu aus Holz gezimmerte Scheune, sage ich einfach mal so. Ne, Dach da oben mit Fenster durch Glas. Und wir sind noch nicht am Ende, weil ich laufe jetzt um die 9. Mod rum. Und wir sehen hier hinten eine offene Tür. Und da steht es dran, Ballenlager. Also wir haben hier dementsprechend auch eine Möglichkeit, hervorragend unsere Ballen unterzubringen. Also nicht nur lose, sondern auch in Ballenform. Ne, hier schön mit der Leiter, damit man oben gucken kann. Hier eine schöne Heugabel in die Ecke gestellt. Also ich finde ich sehr schön gemacht. Schön mit Fensterchen drin und sowas. Bisschen auch modern gemacht, aber trotzdem aus Holz. Finde ich optisch auch sehr gelungen. Wie gut sie jetzt funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Das könnt ihr natürlich gerne mal ausprobieren. Holt euch die Mod auf den üblichen Seiten dementsprechend wieder und testet sie. Und dann könnt ihr gerne dazu schreiben, wie gut oder wie schlecht sie funktioniert. Ich habe sie selber noch nicht in Aktion gehabt. Ich fand sie halt optisch nur sehr schön. Ihr seht selber, der Boden wird wieder mal standardmäßig angepasst. So wie es hier dementsprechend ja auch ist. Deswegen ist auch hier das Gras verschwunden. Ne? Auch hier haben wir dementsprechend eine dementsprechende Fläche. Ja, damit war das die Mod Nummer 9 und damit auch für heute die letzte Mod, die ich anzubieten habe. Ich finde aber sehr schöne dabei, also die beiden Lagersysteme gefallen mir sehr gut, wenn man halt nicht mit einem Universallager arbeiten möchte, was das natürlich das Leben einfacher macht, das ist klar. Man kann das natürlich auch kombinieren und das Universallager zum Beispiel für alles das nehmen, was in diese beiden nicht reingeht. Ne? Also man kann natürlich dann ins Universallager meinetwegen Silage reinmachen, halt die Erdfrüchte dementsprechend reinschütten, und sowas halt, ne? Und halt für alles andere hat man halt die beiden Lager hier. Also finde ich schon echt sehr gelungen. Ne? Man hätte den hier wahrscheinlich ein bisschen gedreht dazugestellt, dass die Auslässe beide auf der anderen Seite sind. Aber dann, ja, echt gelungen, muss ich sagen. Das hat schon was. Ne? Hier schön den Auslass. Ja, aber das war's dann schon wieder für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Morgen wird wieder das nächste Mod-Video am Start sein. Hoffe ich doch. Sollte dementsprechend was zu finden sein. Momentan gibt es ja jeden Tag fast was Neues. Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Abo wäre natürlich super und ein Teilen wäre klasse. Schaut doch gerne meine anderen Sachen an. Heute auch ein neues Let's Play mit am Start. Und natürlich ist auch die Ravenport noch dabei. Und ja, das Tutorial ist ja gestern zu Ende gegangen. Mit dem vierten Video waren alle 6 Tutorials durch. Deswegen heute ein neues Video. Schaut es euch an. Würde mich auch sehr darüber freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.